So, ich probiere hier zu zeigen, wie man ein Minigerät passt. Ich habe das schon vor Jahren mal gemacht. Ich mache es nochmal. Das ist alles, was man dazu braucht: eine Batterie, ein 1 Kilo Ohm Widerstand, also 9 Volt Batterie, zwei Nägel, zwei Silberelektronen 9999, die da sind 1,5 mm dünn, eine Lüsterklemme und zwar ein Clip. Wenn man das nicht hat, kann man diesen Deckel von einer alten Batterie wegnehmen und dann schon hat man so einen Clip. Einfach da aufreißen, das habe ich auch in einem Film gezeigt. Diese Deckel sind ideal von alten Batterien, um als solchen Clip benutzt zu werden. Okay, fangen wir an. Als erstes biege ich den Widerstand. Also was es braucht, ist eine Zange und einen Schraubenzieher und vielleicht noch eine Beißzange, weil man die Nägel. So, der Widerstand kommt da so rein. Hier muss ich die Schrauben, also den kann ich schon schließen. Und ein Nagel kommt da rein und einer da durch dieses Ding, das hat Löcher. Da sind keine Löcher, die muss man halt dann machen, da in der Mitte dieser Metallclip-Stücke muss man mit einer Ahle Löcher machen, damit man mit dem Nagel durchkommt. Also jetzt öffne ich hier ganz, damit alles Platz hat. Ja, da ist die Kamera runtergefallen. Ist mir ziemlich im Weg. Also ich könnte es besser machen ohne Kamera. Also Nagel hier durch. So. Und abschneiden. So, Handgelenk mal Pi abschneiden. Voilà, dann mal kontrollieren noch ein bisschen. So, also, jetzt geht er da bis über die Schraube. Gut, dann rein. Da ins Loch rein. Und dann möglichst nach unten schieben. So. Jetzt ist der unten, dass da möglichst wenig Raum ist zwischen dem und dem. Da muss man also recht Gewalt anwenden. Also deshalb, also dieses kleine Mini-Ding sieht zwar einfach aus, ist aber nicht für jedermann. Ich muss da jetzt eigentlich mit dem Knie oder mit dem Bauch den Schraubenzieher festdrücken und dann hier die Schraube fest zuschrauben. So, der hält und jetzt der zweite Nagel. Also das ins Bild zu kriegen war jetzt nicht so leicht. Also, wer nicht viel Kraft in den Fingern hat oder nicht extreme Fingerfertigkeit, der soll dann nicht böse auf mich werden, wenn er das Do-it-yourself-Kit kauft statt das Fertige. Aber man sieht ja, ich brauche ein paar Minuten, über 5. Und jetzt, das ist vielleicht der schwierigste Teil. Diese Klemme ist ganz leicht breiter als diese Knöpfe, aber man kann sie so batterieschwach. Also die Batterie wollte fast aussteigen, das Kabel hat Wackelkontakt beim Laden. Das da ist
vermutlich der schwierigste Teil, den Nagel hier in dieses Loch zu kriegen, weil das dünner ist als das. Also muss man da das da oben zusammendrücken mit ziemlicher Gewalt. Und der Nagel muss einfach da ins Loch rein. So, das ist glaube ich schon drin, wenn man das geschafft hat. Besten mit etwas recht stumpfen. So, ist nicht ganz stumpf, aber genug dick. Den ganz da reinschieben. Der ist noch zu weit vorn. Nochmal nach Aufladeproblemen. Da kommt der Strom rein und geht dann darüber ins Mittlere. Also muss man die Elektrode hier und hier anhängen. Und die Richtung spielt keine Rolle, ob man das so oder so macht, das spielt keine Rolle. Hier geht Strom rein und in dem Fall hier. Das ist egal, die Stromrichtung. Da ist nur ein Widerstand, der lässt beide zu. Okay, aber egal wie man es dreht, man muss immer, wenn man den Widerstand hier ansetzt, sollte man hier die Elektrode nicht, weil sonst der Widerstand nicht berücksichtigt wird. Ist weiters nicht schlimm, wenn man nur eine Stunde produziert. Also es ginge theoretisch ohne Widerstand, aber man sollte den schon einbauen, um die Batterie zu schonen. Wenn man es vergisst oder wenn sich die Stäbe berühren, gibt es eine schnelle Entladung der Batterie. Ja, ich müsste das dann noch richtig reinstecken. Alles hält. Test. Geht. Fertig. Das war's. Also nicht für jedermann, man muss da ein bisschen Kraft anwenden und Fingerfertigkeit haben, aber machbar.